Ungewöhnliche Szenen im nordrhein-westfälischen Velbert. Ein Rettungshubschrauber blockiert eine Landstraße und damit auch die Durchfahrt für einen Rettungswagen. Die Besatzung des Rettungswagens war auf dem Rückweg von einem Unfall, allerdings ohne Patienten. Plötzlich bemerken sie heftigen Lärm, den sie zuerst besorgt ihrem Fahrzeug zuordnen. Sekunden später fliegt der Hubschrauber über sie hinweg und landet 100 Meter vor ihnen auf der Straße. Der Grund für den Zwischenstopp: der Zustand des Patienten im Hubschrauber hat sich verschlechtert und für die Behandlung war nicht genug Platz in der Kabine. Am Boden wurde der Patient dann in den Rettungswagen umgeladen und weiter behandelt. Nach einer halben Stunde konnte er seinen Flug mit dem Rettungshubschrauber fortsetzen zur Uniklinik Aachen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.